Na, Billy, wie war's am ersten Tag in deinem neuen Amt? Nicht sehr aufregend, Ruth. Alle sind zwar sehr nett, aber doch ziemlich zurückhaltend. Ein Neuling wie du kann das nicht anders erwarten. Und was hast du gemacht? Wofür bist du eingesetzt? Sie haben mich vorläufig ins Archiv gesteckt. Ich soll das Geheimmaterial sichten, das dort schon länger als 20 Jahre schmort. Ich muss einen kurzen Überblick geben und der Sekretär entscheidet dann, ob eine Sache weiterhin geheim bleiben soll oder freigegeben werden kann. Interessant, Billy. Erzähl mal, in welchen Geheimnissen hast du gewühlt? Entschuldige, Ruth. Bevor die Sachen nicht freigegeben sind, darf ich selbst dir gegenüber kein Wort sagen. Na, hör mal. 20 Jahre alte Geheimnisse werden schon nicht staatsgefährdend sein. Außerdem weißt du, dass ich verschwiegen bin. Ja, ich weiß. Aber trotzdem, quäl mich nicht. Immerhin habe ich mich zur Geheimhaltung verpflichtet. Erzähl mir lieber, was du heute getrieben hast. Ich habe heute bei Professor Kilian Biologie gehört. Genauer gesagt, seine Vorlesung über Anpassung und Tarnung im Tierreich. Muss ziemlich langweilig gewesen sein. Im Gegenteil. Hättest du gedacht, dass die Scholle, die wir uns mir nichts, dir nichts in die Pfanne hauen, geradezu übernatürliche Fähigkeiten besitzt? Na, du übertreibst mal wieder. Nein, Billy. Die Scholle kann in wenigen Sekunden die Farben und Muster ihrer Haut ändern, um sich ihrer Umgebung anzupassen. Kilian hat uns Lichtbilder gezeigt. Da hat man eine Scholle auf ein Schachbrett gelegt und sie reproduzierte das gleiche nebeneinander schwarzer und weißer Quadrate auf ihrer Oberseite. Unglaublich. Du willst doch nicht behaupten, dass die Scholle etwas von Geometrie versteht. Die rechten Winkel der Quadrate waren zwar nicht sonderlich geglückt, aber das kommt daher, dass die Scholle nicht das nachbildet, was unter ihr liegt, sondern den Meeresboden neben ihr. Und natürlich sieht sie die Schachbrettfelder rundum schief. Nicht zu fassen. Merkwürdig war auch die Reaktion von Kilian, als ein Zuhörer die Forschung von Professor Pollux erwähnte. Kilian wurde ganz sauer, verächtlich und von oben herab. Er scheint den Pollux für einen Scharlatan zu halten. Peter Paul Pollux? Kennst du ihn? Nicht persönlich. Seltsamerweise bin ich gerade heute auf seinen Namen gestoßen. Dann muss er in deinen Geheimsachen herumgeistern. Du, das interessiert mich brennend. Pollux behauptet nämlich, Intelligenz könnte auch unter durchaus lebensfeindlichen Bedingungen bestehen. Sie sei nicht auf Gehirne angewiesen. Ja, nicht mal auf das, was wir Leben nennen, auf Zellen und Stoffwechsel. Aber Pollux' Beweise sind so haarsträubend. Beinahe hätte ich mich verplappert. Schade, ich bin doch so neugierig. Aber im Ernst, Billy, kannst du nicht erreichen, dass ich dir als Assistentin beigegeben werde? Ich würde mich auch zur Geheimhaltung verpflichten. Ich will es versuchen, Ruth. Aber ob das klappt? Lebt er überhaupt noch? 20 Jahre sind eine lange Zeit. Ja, er lebt noch. Dann könnte man ihn womöglich besuchen. Er ist sehr menschenscheu geworden, der Professor Peter Paul Pollux. Seitdem Sie uns diese Sonden und Antennen und all den Kram hergeschickt haben, ist unser Dasein unterhaltsamer geworden. Nicht wahr, Plato? Unbestreitbar, Kopernikus. Allein der Spaß, sich in einer der menschlichen Sprachen zu unterhalten. Wie lange ist es her, dass du und ich nur in gedanklicher Verbindung gestanden haben? Das kommt darauf an, welche Zeitrechnung du zugrunde legst. Wenn wir uns schon ihrer Sprache bedienen, wollen wir auch ihre Zeitrechnung anwenden. Demnach müsste es Zehntausende von Erdenjahren her sein. Weißt du noch, wie wir etliche Jahrhunderte lang irrtümlich annahmen, Vogelgezwitscher sei das hauptsächliche Verständigungsmittel der Intelligenz auf der Erde? Ja, ich beherrsche noch immer sämtliche Vogelgesangsarten. Unser Irrtum rührt einfach daher, dass es zu wenig Krater auf der Erde gibt. Die Kraterform ist nun mal die bequemste für uns. Was dabei herauskommt, wenn einer von uns eine andere Gestalt annimmt, das weiß niemand besser als du, Kopernikus. Es ist doch immer gut gegangen, Plato. Bis auf das eine Mal, als die beiden Astronauten hier auf dem Mond waren. Aber du hast einem von ihnen geschadet, Kopernikus. Und das ist gegen unsere Prinzipien. Ich weiß, und das lässt mir ja auch keine Ruhe. Reg dich nicht auf, Kopernikus, sonst
registrieren Sie auf der Erde wieder ein Mondleben. Wie hieß er? Professor Peter Paul Pollux. Pollux. Hier ist Steven. Wie geht's, alter Knabe? Gut, wie immer. Nett, dass du mal wieder anrufst, Steven. Du bist der Einzige aus den alten Tagen, der sich noch hin und wieder um mich kümmert. Das ist deine eigene Schuld. Warum hast du dich dermaßen abgekapselt? Du weißt genau, dass die gesamte Fachwissenschaft mich verachtet. Soll ich klein beigeben und meine lebenslange Forschung für Unsinn erklären, gegen meine eigene Überzeugung? Du hättest dich einem anderen Gebiet zuwenden können. Ich denke nicht daran. Aber du rufst doch sicher nicht an, um dieses stets gleichbleibende Streitgespräch fortzusetzen. Nein, ich wollte dir nur sagen, dass wieder mal ein Mondbeben stattgefunden hat. Na und? Besonders stark zwischen den Kratern Kopernikus und Plato. Ich dachte, das würde dich interessieren. Nur eine Bestätigung mehr für meine Theorie. Die Tatsache, dass du mir von dem Mondbeben zwischen Kopernikus und Plato Mitteilung machst, beweist mir, dass du dir doch nicht so ganz sicher bist bei deiner Ablehnung meiner Theorien. Wer ist sich schon ganz sicher, mein lieber Pollux? Mein lieber Steven. Mach's gut, alter Knabe. Das also ist das streng gehütete Geheimarchiv. Ich bin ganz aufgeregt, Billy. Und hier befinden sich die Akten, Protokolle und Tonbänder über deinen von dir so verehrten Professor Peter Paul Pollux. Spar dir deine Ironie, Billy. In der Zeit, bis man mir die Assistentenstelle genehmigt hat, habe ich alles nur Erreichbare über Pollux gelesen. Und es war gar nicht leicht, überhaupt was aufzutreiben. Was steht auf dem Kasten? Affäre Krater. Streng geheim. Was hat Pollux mit Kratern zu tun? Allzu viel scheinst du bei deiner Lektüre über ihn nicht erfahren zu haben, liebe Ruth. Ich kenne nur seine Theorie von der Unabhängigkeit der Intelligenz von organischem Leben. Und die finde ich sehr einleuchtend. Es ist doch möglich, dass die Intelligenz auf fremden, fernen Planeten andere Daseinsformen gefunden hat. Wenn Kohlendioxid in der Atmosphäre überwiegt, dann muss sie eben Träger schaffen, die Kohlendioxid einatmen, wenn ich das mal so primitiv ausdrücken darf. Stell dir vor, es gäbe Geschöpfe, die zum Beispiel nur im Feuer existieren können. Merkst du nicht, dass du bei mittelalterlichen Vorstellungen landest? Bei den vier Elementen und seinen Bewohnern? Die Salamander im Feuer, die Sylphen in der Luft, die Nixen im Wasser und die Gnome in der Erde. Im Mittelalter haben auch nicht nur lauter Idioten gelebt. Aber Ruth, warum zanken wir uns eigentlich? Ja, du hast ganz recht, Billy. Zu diesem Zweck bin ich wirklich nicht hergekommen. Sondern um mit mir zusammen die streng geheime Affäre Krater neu zu untersuchen. Ausgelöst durch den Professor Peter Paul Pollux. Lass das, Plato. Warum? Ich finde das Vogelgezwitscher sehr wohllautend und angenehm, Kopernikus. Aber es stört mich in meinen Grübeleien. Worüber grübelst du? Immer noch über dem Schaden, den ich angerichtet habe, gegen alle unsere Prinzipien. So schlimm ist der Schaden nicht, den du diesem einen Menschen angetan hast. Peter Paul Pollux. Du hast ihn nicht getötet. Du hast ihn nicht verletzt, du hast ihm nur einen Schrecken eingejagt. Aber die Folgen, die er auf der Erde zu tragen hat. Er lebt, er ist gesund, das ist gut. Aber durch meine Schuld ist er um den Erfolg in seinem Leben gekommen. Nicht nur durch deine Schuld, Kopernikus, auch durch seine eigene. Er hätte ja schweigen können. Meinst du nicht, Plato, dass wir diese Radioteleskope benutzen sollten, mit denen die Menschen Signale ins All senden und sehnlichst Antwort erwarten? So oft du auch fragst, Kopernikus, meine Antwort bleibt immer nein. Du weißt selbst. Wir brauchen ja nicht zu sagen, wer und wo wir sind, sondern nur, dass er recht hat, der Professor Peter Paul Pollux.
Diesen umfangreichen Stapel von Papieren habe ich schon durchgesehen, Ruth. Den kannst du dir sparen. Wenn du mir kurz erzählst, was er enthält, Billy, damit ich informiert bin. Den Werdegang von Pollux. Die ausgezeichneten Ergebnisse seines Trainings. Die ersten Mondflüge. Er war Astronaut? Ein hervorragender sogar. Etwas eigenwillig. Denn er bestand darauf, die Mondflüge immer mit seinem Freund und Kollegen Stephen Anderson zu unternehmen. Der berühmte Astronom. Ganz recht. Nur war Stephen Anderson vor 20 Jahren noch nicht berühmt und Peter Paul Pollux noch nicht berüchtigt. Die lange Reihe Tonbänder enthält die Gespräche der beiden Astronauten untereinander und mit der Bodenstelle bei den ersten 4 Mondflügen. Hast du sie alle abgehört, Billy? Ja. Sie unterscheiden sich in nichts von den üblichen Routinebesuchen des Mondes. Mach's nicht so spannend. Wann passierte denn nun das Außergewöhnliche? Beim 5. Mondbesuch. Sie landeten ohne Komplikationen im Mare Imbrium. Ihre Aufgabe war es, die beiden Krater Kopernikus und Plato noch genauer zu erforschen. Das sind doch Riesenkrater, soviel ich weiß. Beinahe schon Ringgebirge. Ich lege jetzt das erste der beiden Tonbänder auf, durch die ganze Affäre ausgelöst wurde. Situation ist folgende. Stephen befindet sich in der Mondfähre und Pollux auf dem Weg zu Kopernikus. Ist das üblich allein? Nein, aber Stephen musste die Fernsehkamera reparieren. Das ist auch der Grund, warum es von der Geschichte leider keine Filme gibt. Also, Achtung. Hey, Stephen, das ist eine Gegend. Ein Paradies für Staubsaugervertreter. Lass die dummen Witze, Pollux. Sag mir lieber, wie das Mondauto die Steigung nimmt. Hier geht's wirklich nicht bergauf. Aber du bist jetzt 2 Stunden in südlicher Richtung unterwegs. Du müsstest eigentlich schon sowas wie Kraterränder sehen. Vielleicht habe ich mich verfahren. Das passiert mir auf der Erde auch immer. Pollux. Ich bin ja schon ernst. Mir ist es sogar ein wenig weich in den Knien. Alle Instrumente zeigen mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich weiß selbst, dass ich seit einer Stunde bergauf fahren müsste, aber es tut mir leid. Es sieht so aus, als ob Kopernikus verschwunden wäre. Ich kenne deine Art von dummen Witzen, Pollux, aber das geht entschieden zu weit, mir einreden zu wollen, dass ein Krater von 90 Kilometer Durchmesser verschwunden sein soll. Kopernikus ist nicht verschwunden. Lass die Albernheiten, Pollux. Ich habe kein Wort gesagt, Stephen. Ich dachte, du warst das eben. Kopernikus spricht zu dir, Pollux. Verflix doch mal, Stephen. Du hast dich jetzt genug revanchiert mit dem Stimmenimitieren. So was Blödes würde ich nie tun. Ich habe dich schon 4-mal gesehen hier bei uns auf dem Mond, Pollux. Ich möchte dich kennenlernen. Hör auf damit, Pollux. Stephen, lass das sein. Schön, dass du allein kommst, Pollux. Ich mag deinen Freund nicht besonders. Merkst du es nicht, Stephen? Hier ist wirklich einer in der Leitung. Ob das die Bodenstelle ist? Nein. Ich weiß nicht, was los ist. Unsere Verbindung mit der Erde ist zusammengebrochen. Ich probiere alles, um wieder Kontakt zu kriegen. Moment. Verdammt! Es ist leicht für unser einen, euren Kontakt mit der Erde zu unterbrechen. Lass deinen dummen Freund. Ich möchte dein Freund sein, Pollux. Wer sind Sie zum Teufel? Ich warne dich, Kopernikus, lass von deinem Plan ab. Nein, Plato, ich hab Pollux so gern. Noch eine fremde Stimme. Wer seid ihr? Was ist los? Stephen. Ich bin so müde, Pollux. Nur einen Augenblick. Lass mich ausruhen. Ich sag dir doch, lass deinen Freund, Pollux. Wer sind Sie? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich kenne ihn sogar vollständig. Du bist Professor Peter Paul Pollux. Was war das? Was war das? Das ist es eben. Wer hat da mit Pollux gesprochen? Und da war doch noch einer, der nur einen Satz gesagt hat. Was hat er gesagt? Ich warne dich, Kopernikus, lass von deinem Plan ab. Das ist ja direkt unheimlich. Wenn es nicht ein schlechter Scherz von Pollux war. Das glaube ich nie und nimmer, Billy. Ist das alles an Tonbändern? Nein, es gibt noch eins. Aber dazu kommen wir heute nicht mehr. In 10 Minuten ist hier Schluss und wir müssen noch alles wegräumen und verschließen. Können wir nicht Überstunden machen? Nein, Ruth, das ist nur in eiligen Fällen möglich. Und die Sache liegt ja immerhin 20 Jahre zurück. Die Sache mit Professor Pollux. Wenn es um meinen alten Freund Pollux geht, meine Liebe, kann mir die ganze Astronomie gestohlen bleiben. Ich interessiere mich sehr für den Fall, Dr. Anderson. Ich darf Ihnen nicht sagen, warum.
Ich habe mich zum Stillschweigen verpflichtet. Über gewisse Dinge bin ich auch zum Stillschweigen verpflichtet. Das kann ich mir denken. Ich will Sie auch nichts fragen, worüber Sie nicht sprechen dürfen. Ich habe nur eine Bitte. Was kann ich für Sie tun? Ich habe gehört, dass Professor Pollux sehr menschenscheu ist und niemanden empfängt. Das ist richtig. Stehen Sie noch mit ihm in Verbindung? Wir telefonieren zuweilen miteinander. Und wenn ich Urlaub habe, besuche ich ihn. Würden Sie wohl ein gutes Wort für mich einlegen? Für mich und meinen Freund Billy? Wir möchten ihn gern einmal aufsuchen. Ich glaube, er wird sich von mir überreden lassen, Sie und Ihren Freund zu empfangen. Er ist ja nicht von Natur aus menschenscheu. Er ist durch gewisse Enttäuschungen dazu geworden. Im Grunde ist er gesellig und humorvoll. Ich weiß. Er versucht gern, ein guter Stimmenimitator zu sein. Das wissen Sie? Nun, ich will nicht fragen, wie Sie das erfahren haben. Auf jeden Fall wird Pollux sich freuen, jungen Menschen zu begegnen, die ihn nicht von vornherein für verrückt halten. Ich danke Ihnen, Dr. Anderson. Hier ist meine Telefonnummer und Adresse, damit Sie mir Bescheid geben können, ob er uns empfängt. Guten Morgen, Ruth. Wie hast du geschlafen? So gut wie gar nicht, Billy. Die Neugier auf das nächste Tonband hat mich fast verrückt gemacht. Ich bin selbst gespannt. Ich habe es nämlich auch noch nicht gehört. Du, weißt du, was ich gemacht habe? Hoffentlich nichts Dummes. Wofür hältst du mich? Erzähl schon. Ich habe Stephen Anderson besucht. Dem hast du doch nicht gesagt, was wir hier tun, Ruth. Kein Wort. Wir waren beide furchtbar diplomatisch und verschwiegen. Bei der Unterredung kann ja nicht viel herausgekommen sein. Doch. Er will sich bei Pollux für uns einsetzen, dass du und ich ihn besuchen dürfen. Das wäre allerdings wunderbar. Na, siehst du? Aber nun schließ rasch auf. Ich brenne darauf, die Fortsetzung von dem Monderlebnis zu hören. Moment, Moment, ich bin gleich soweit. Weißt du noch, wie das erste Tonband aufgehört hat? Wort für Wort. Der Professor sagte aufgeregt, woher kennen Sie meinen Namen? Und die geheimnisvolle Stimme antwortete, ich kenne ihn sogar vollständig. Du bist Professor Peter Paul Pollux. Und jetzt das zweite Tonband. Was für eine Situation. Sie kennen mich mit vollem Namen und ich weiß nicht, wer Sie sind. Halte deinen Wagen an und steig aus, Pollux. Gut. Aber sagen Sie mir, wer Sie sind. Was haben Sie mit meinem Freund Steven gemacht? Und warum haben Sie unseren Kontakt mit der Erde unterbrochen? Ein bisschen viele Fragen auf einmal. Deinen Freund habe ich hypnotisiert. Ihm geschieht gar nichts. Und den Kontakt zur Erde habe ich unterbrochen, weil Plato mir das zur Bedingung gemacht hat. Sonst hätte ich gar nicht mit dir sprechen dürfen. Wer ist Plato? Und wer sind Sie? Sind Sie beide Astronauten? Ich werde noch verrückt. Wie kommt eine Amsel auf den Mond? Das Vogelgezwitscher ersetzt bei uns das Lachen. Ich fand es komisch, dass du uns für Astronauten hältst. Was sonst? Ich kann mir nur denken, dass irgendein Staat auf der Erde in aller Heimlichkeit ebenfalls Astronauten auf den Mond geschickt hat. Wo seid ihr? Vielleicht auf der Rückseite des Mondes. Ich sagte dir doch, wir sind keine Astronauten. Ich bin Kopernikus. Ihr habt euch die Namen der beiden Krater Plato und Kopernikus zugelegt. Wir sind Plato und Kopernikus. Ich fürchte, ich bin krank. Ich habe Halluzinationen. Du bist nicht krank, Pollux, und hast keine Halluzinationen. Zu dir spricht Kopernikus, der Mondkrater. Unsinn! Hast du nicht selbst vorhin gesagt, Kopernikus ist verschwunden? Ja, aber das muss irgendeine andere Ursache haben. Ich habe meine Materie in Energie verwandelt, um dir im richtigen Augenblick in anderer Gestalt entgegentreten zu können. Steig aus, Pollux. Steig aus. Hallo, Pollux. Pollux, bitte melden. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Pollux. Ich bin vielleicht etwas groß. Steven! Hilfe! Steven! Was ist los? Pollux! Was fehlt dir? Ein Mensch kommt auf mich zugewankt, Steven. Ein Mensch, so groß wie ein Wolkenkratzer. Er trägt einen Raumanzug wie wir. Jetzt beugt er sich zu mir herab. Nein, er hat kein Gesicht. Es sind Felsen. Zacken. Wie ein Kraterrand. Lass es genug sein, Kopernikus. Du richtest nur Unheil an. Ich hab ihn fast schon berührt, Plato. Genug, sag ich. Bring ihn in Sicherheit und nimm deinen Platz wieder ein.
Hallo, Pollux, melde dich. Was ist mit dir geschehen? Verflucht und nach immer keine Verbindung zur Erde. Pollux, melde dich. Melde dich doch. Kümmern Sie sich um ihn. Er hat das Bewusstsein verloren. Er liegt nur eine kurze Strecke von Ihrer Mondfähre entfernt. Nur eine kurze Strecke. Du sagst ja gar nichts, Ruth. Ich muss mich erst langsam wieder in die Wirklichkeit zurückfinden. Nachdem wir das zweite Band gehört haben, ist die Sache klar. Unglaubhaft. Und nach all den Gutachten und Untersuchungsberichten, die hier in Massen abgeheftet sind, war das auch die einhellige Meinung sämtlicher Kapazitäten. Wenn er nun aber doch recht hat, Billy. Aber Ruth sei kein Phantast. Er wollte durchaus ernsthaft zur Diskussion stellen, dass Intelligenzen ferner Welten, deren Heimatplaneten unbewohnbar geworden seien, die Fähigkeit entwickelt hätten, unabhängig von organischem Leben, sich jeder gewünschten Form anzupassen. Kopernikus und Plato seien zwei solche Weseneinheiten. Ihre Kraterform sei nur Tarnung. Ich muss ihn unbedingt sprechen, den Professor Pollux. Pollux. Ich bin Steven. Gut, dass du anrufst. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Ich auch, lieber Pollux. Dann erzähl du zuerst. Das Wichtigste, die Geheimhaltung unserer Angelegenheit ist aufgehoben. Endlich, kann ich da nur sagen. Das war eine der vielen Kränkungen mehr, dass man die Sachen 20 Jahre lang geheim gehalten hat, um das Ansehen der Astronauten nicht zu gefährden. Wie begründet man die Aufhebung? Der junge Sachbearbeiter formulierte das so: Die Affäre Krater braucht nicht mehr geheim gehalten zu werden, weil sie sowieso niemand glauben wird. Eine Unverschämtheit. Übrigens, er und seine reizende Freundin möchten dich gern besuchen. Ich soll ein gutes Wort für sie bei dir einlegen. Das kommt nicht in Frage, Steven. Ich habe keine Lust, mich als Monstrum besichtigen zu lassen. Aber das junge Mädchen schwört auf dich. Sie hat sich deinetwegen fast mit ihrem Freund überworfen. Meinetwegen? Das ist allerdings rührend. Wie ist das nun mit deiner Neuigkeit, Pollux? Warte mal, wann kommst du, Steven? Wann beginnt dein Urlaub? In 8 Tagen. Gut, bring das junge Mädchen mit, aber ohne ihren frechen Knaben. Auf Wiedersehen, alter Knabe. Wiedersehen, mein lieber Pollux. Mein lieber Freund Pollux, ich weiß, was ich dir angetan habe, und es tut mir so leid, dass ich dir nicht helfen kann. Plato erlaubt es nicht. Leider hat er recht. Gewichtige Gründe sprechen dagegen. Es ist das letzte Mal, dass ich zu dir spreche. Verzeih mir. Vielleicht ist es ein Trost für dich, im Weltall einen Freund zu haben. Dein Kopernikus. Aber das ist doch großartig. Das müssen wir veröffentlichen. Zusammen mit all dem Material, das jetzt freigegeben worden ist. Ich würde davon abraten. Warum? Weil dieses Stückchen Tonband nicht als Beweis zugelassen werden wird. Wieder wird man behaupten, Pollux habe es selbst hergestellt. Gibt es denn keine Möglichkeit, einer ungläubigen Menge die offensichtliche Wahrheit auch glaubhaft zu machen? Diese Möglichkeit gibt es nicht. Ich werde mit Billy sprechen. Es wird mir schließlich gelingen, wenigstens ihn zu überzeugen. Und dann kämpfen wir gemeinsam für Sie, Professor. Nein, ich kämpfe nicht mehr. Und es soll auch niemand für mich kämpfen. Kopernikus hat recht. Es ist ein Trost, Freunde zu besitzen. Hier ist mein alter Freund Steven, der mir schon seit 20 Jahren die Treue hält. Da sind Sie, Ruth. Ich darf Sie doch als meine Freundin bezeichnen. Ich bin stolz, Ihre Freundin zu sein. Ja, und dann vergessen Sie nicht. Ich habe einen Freund im Weltall. Plato? Ja, Kopernikus. Ich bin froh, dass ich wenigstens diesen Weg gefunden habe, meinem Freund Pollux noch eine Nachricht zu geben. Mich freut es auch, Kopernikus, weil du dabei deinen Frieden wiedergefunden hast. Aber noch lieber wäre es mir gewesen, wenn ich über Radioteleskop den Professor vor der gesamten Menschheit hätte rechtfertigen können. Fängst du schon wieder damit an, Kopernikus?
Bedenke doch, Plato, welche Fortschritte die Menschheit in den letzten paar Jahrtausenden gemacht hat. Man sollte doch meinen, dass sie jetzt reif genug wäre für die Wahrheit. Nein, Kopernikus. Mein Freund Pollux zum Beispiel. Er ist doch schon auf dem richtigen Wege. Er hält dich und mich für intelligente Wesen. Einige glauben ihm schon. Und es werden immer mehr Menschen glauben. Mag sein, dass die Zahl der Menschen wächst, die sich nicht für intelligente Wesen halten. Aber niemand, selbst ein Professor nicht, wird den Gedanken ertragen, dass sämtliche Krater auf sämtlichen Planeten, die kleinen und die großen Krater, dass sie alle beseelte Wesen sind, die Jahr für Jahr und Tag und Nacht neugierig auf die Menschheit starren. Affäre Krater, streng geheim. Ein Science-Fiction-Hörspiel von Ursula Horvitz. Mit Wolfgang Kondrus, Hermann Ebeling, Christa Lorenz, Otto Sander, Erik Fessen, Harry Wüstenhagen. Aufnahmeleitung Erika Reichenbach. Schnitt Barbara Jenicke. Ton Rainer Tschikalski. Regie Manfred Marchfelder.